Es liegt jetzt das 66. Tonband auf. Es ist jetzt 11.50 Uhr und noch immer der 10. November 1960. Wollen Sie bitte fortsetzen? Des Weiteren unter Römisch 3 dieses Erlasses lese ich, dass alle erforderlichen Maßnahmen grundsätzlich stets im engsten Benehmen und Zusammenwirken mit der deutschen Zivilverwaltung und den örtlich zuständigen Militärbehörden zu treffen sind. Zu der Zeit, als der Erlass herauskam, hat es in dem für den dieser Erlass Gültigkeit hat, also General Gurmar, nur Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei des SD gegeben, denn sonst wäre ja im Verteiler auch noch andere Stellen der Dienste der Sicherheitspolizei und des SD genannt worden. In dem Maße nun, in dem sich aus den Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei dann Staatspolizeistellen, Befehlshaber und so weiter entwickelten, glaube ich, bitte ich, sage ausdrücklich, glaube ich, dass aus diesem Punkt 3 heraus dann allmählich auch eine gewisse Einflussnahme seitens der anderen Behörden, wie ich schon sagte, kommunale Behörden zum Beispiel, auf das System des Ghettos und so weiter Einwirkung nahmen. Es sind ja hier auch eine Reihe von Staatssekretären anderer Zentralinstanzen mit angeschrieben worden und die sicherlich auch ihren Zuständigkeitsbereich auf ihren Sektor irgendwie durch die nachgeordneten Organe mit haben schalten und walten lassen, wie das eben so in der Praxis dann üblich ist. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, als wie höchstens das eine noch. Es ist ersichtlich, dass diese Sache um jene Zeit nicht einmal das Amt 4 gemacht hat, sondern PP2. Das muss jedenfalls Amt 2 gewesen sein, denke ich mir. 1939 gab es noch kein Amt 4, glaube ich. 1939 gab es noch kein Amt 4. Oh doch, das glaube ich aber doch, dass es Amt 4 gegeben hat. 39. Um die Zeit war es schon die Änderung, war es schon RSHA oder war es noch der Ich weiß es nicht, denn das Amt 4 hat doch schon vor dem existiert, lange vor dem existiert, bevor die Verschmelzung kam, als es auch ein SD-Hauptamt gab, gab es ja ein Hauptamt Sicherheitspolizei. Und im Hauptamt Sicherheitspolizei hat es ja ein Amt 4 gegeben. Bitte, ich glaube, ich weiß, ich möchte da heute nicht, aber jedenfalls könnte ich mir heute nichts anderes darunter vorstellen. Aber 21. September 1939 war ich, glaube ich, noch gar nicht in Berlin gewesen. Ich kam erst später hin. Aber trotzdem glaube ich... Wollen Sie sagen, dass Sie auf der Sitzung nicht teilgenommen haben? Hier? Nein. No. Davon weiß ich nichts. Damit habe ich gar nichts zu tun gehabt, denn um jene Zeit machte ich ja meine Auswanderung. Aber trotzdem glaube ich, dass um jene Zeit auch ein Amt 4 existiert hat. Naja, an diesen Sachen habe ich nicht teilgenommen. Ich habe an gar keiner Besprechung teilgenommen, die sich irgendwie mit den Angelegenheiten polnischen Krieg und so weiter befasst hat. Da habe ich mit solchen Sachen nichts. Ich habe mit diesen Sachen lange noch nichts zu tun gehabt, sondern ausschließlich mit Auswanderungsangelegenheiten. Ist dieser Schnellbrief dann so zu verstehen, dass die Frage der Ghettoisierung der Juden im Generalgouvernement in Polen federführend vom Reichssicherheitshauptamt ausging oder wie es eventuell damals SD-Hauptamt ausging, beziehungsweise von Heydrich hier,
federführend geleitet wurde? Vom SD-Hauptamt? Keinesfalls, Herr Hauptmann. Vom Amt des Chefs der Sicherheitspolizei des SD? Ja. Und zwar muss damals PP2 federführend gewesen sein, nicht wahr? Und muss das bearbeitet haben. Nur das vermag ich daraus zu entnehmen. Sind dann die in diesem Stellbrief aufgezählten diversen Punkte die Richtlinien, die von Ihnen später dann benutzt wurden zur Ausarbeitung und aufgrund deren Sie dann Weisungen an die Stapo-Leitstellen und andere sicherheitspolizeiliche Organe innerhalb des Reiches und auch in den besetzten Gebieten inklusive Polen erteilten? Herr Hauptmann, ich habe vorhin gesagt, dass soweit im Generalgouvernement, und das ist jetzt zum Beispiel so ein Standardbefehl hier, die Lücke ist bei mir jetzt insofern daher geschlossen, gesagt, dass insoweit grundsätzliche Weisungen den Generalgouvernementsbehörden, also jetzt kann ich nur vom Sektor Sicherheitspolizei selbstverständlich sprechen, Vorlagen, nach diesen grundsätzlichen Weisungen gehandelt wurde und eine Anfrage an das Reichssicherheitshauptamt gar nicht vonnöten war, denn sie ist ja schon erteilt gewesen. Sie ist erteilt gewesen. Sollte jedoch im Laufe der Zeit irgendwie eine Unklarheit bestanden haben, dann hat selbstverständlich der BDS das Recht gehabt, sich an das Reichssicherheitshauptamt zu wenden, mit der Bitte um Aufklärung oder Weisung oder Entscheidung oder irgendwie, und dann wird der Sachbearbeiter, der die Sache zu bearbeiten gehabt hat, der ja nun diesen Erlass auf jeden Fall bei seiner Sammlung gehabt haben muss, es ist ja gar nicht anders denkbar, wird dann gemäß diesem vorliegenden Erlass vom 21. September 1939, falls er nicht in der Zwischenzeit, was sicherlich anzunehmen ist, wieder ergänzt wurde, so eine Sache, so eine Befehlssammlung lebt ja, das ist ja nichts Todes, sondern die lebt und wird immer wieder vervollständigt und hat dann die entsprechenden Auskünfte gegeben. Insoweit es aber in diesem Erlass oder in anderen Erlassen grundsätzlicher Natur klar gewesen ist, brauchte gar nicht angeschrieben werden. Hätten Sie angeschrieben, hätte zum Beispiel irgendein Sachbearbeiter, der nicht aufgepasst hat, die Sache an das Reichssicherheitshauptamt herangetragen, und es hätte der Befehlshaber in eigener Person sogar die Sache unterschrieben, wie man eben Sachen, die einem in der Postmappe vorgelegt werden, im Großen und Ganzen pflegt man das zu unterschreiben, ohne das näher durchzulesen, weil man sich auf die Sachbearbeiter, auf die Sachkenntnis der Sachbearbeiter verlässt, denn dazu haben sie ja die ganze Erlass, Befehlsweisung, Gesetzessammlung und so weiter bei sich. Dann wäre vom Reichssicherheitshauptamt zum Beispiel verwiesen worden auf den Erlass vom 21. September 1943, PP Römisch 2, und damit wäre die Beantwortung erteilt worden, ohne auf das Sachgebiet näher einzugehen. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, dass Ihnen hier vorgelegt worden ist? Jawohl. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon studiert, wie sind die Ghettos zustande gekommen? Das war mir auch jetzt in der Zeit, in der ich in Israel bin, war mir nicht klar gewesen. Ich wusste nur so viel, ich habe sie nicht aufgestellt. Aber weiters wusste ich auch nicht, das andere vieles hat sich in meiner Erinnerung verloren. Und da sehe ich das jetzt nun, wie das vor sich gegangen ist.
Ich zeige Ihnen jetzt hier 6 Seiten Fotokopien, meine Nummern 983a bis 983f. Dieses Dokument ist ein Vermerk über die am 21. September 1939 stattgefundene Besprechung, betitelt Amtschef und Einsatzgruppenleiterbesprechung, abgefasst von der Stabskanzlei, Abteilung I11 oder römisch 1.11, aber ich glaube es hieß I11. Und datiert Berlin den 27. September 1939. Wollen Sie sich das Dokument durchlesen? Ja, ich stelle den Apparat ab, bis Sie es durchgelesen haben. Haben Sie sich das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Jawohl. Es handelt sich um einen Vortrag Heiderichs vom 21.09.1939. Und zwar ist es ein Vermerk der Stabskanzlei des SD-Hauptamtes, römisch 1.11, RF-FH. An dieser Besprechung nahmen teil alle Amtschefs und Leiter der Einsatzgruppen und, so wird es wahrscheinlich auszulegen sein, folgende Führer teilnahmen. Der Müller war Amtschef gewesen, ja, aber ja. Unter anderem werde auch ich aufgeführt, SS-Hauptstadtführer Eichmann, jüdische Auswanderungszentrale. Hier gibt Heiderich eben im Großen und Ganzen eine politische, militärische Übersicht über das Gebiet Polen betreffend, über die Behandlung der Juden in diesem Gebiet und sonstige Volkstumsangelegenheiten. Der Vermerk ist von 1.11 aufgesetzt worden an 1.1. Das ist also der Amtschef römisch 1 des SD-Hauptamtes gewesen. Ich kann dazu nur sagen, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich an dieser Besprechung teilgenommen habe. Ist natürlich nicht dran zu zweifeln, weil ich ja hier aufgeführt worden bin. Um jene Zeit habe ich also jüdische Auswanderungszentrale gehabt und das stimmt ja auch, 27. September. Also 21.09.39 oder 27. September 39 ist egal. Und da existierten die Zentralstellen für jüdische Auswanderung Wien und Prag. Nachdem ich von Sixt nach Wien geschickt worden bin und dann nach Prag kam, wird es wahrscheinlich so sein, dass Sixt mich aufgefordert hat, nach Berlin zu kommen, um an dieser Besprechung teilzunehmen. So entnehme ich das, denn um jene Zeit hatte ich ja mit Müller zum Beispiel noch gar nichts zu tun gehabt. Müller war ja nicht mein Vorgesetzter gewesen, mein unmittelbarer Vorgesetzter gewesen. Und die rein sachlichen Angelegenheiten weiß ich nicht, woher die bezogen hat, also woher der Vortrag, also in dem Fall Heiderich, sie bezogen hat. Von mir kann er sie nicht bezogen haben, denn ich habe ja in Berlin nicht gearbeitet um jene Zeit, sondern ich war in Wien gewesen und in Prag gewesen. Waren Sie vielleicht am 21. September 1939 schon Leiter der Reichszentralstelle für jüdische Auswanderung? Das kann ich nicht gewesen sein, weil ich ja um jene Zeit noch gar nicht nach Berlin kommandiert wurde. Und vom Versetzen nach Berlin war ja noch gar keine Rede gewesen. Das muss ich ja genau feststellen lassen, wann ich nach Berlin kommandiert worden bin und in Berlin aufgetreten bin. Ich nehme an, dass das Ende September, Oktober gewesen sein muss. Früher keinesfalls, denn am 1.9. ist der Krieg erklärt worden. Dann musste ja erst die Walze rollen und dann bin ich mit Stahlecker ins Generalgouvernement gefahren. Und dann kam ich wieder nach Prag zurück.
Sind Sie nicht mit Stalica von Berlin aus gefahren? Dann wäre ich ja nicht mit Stalica gefahren, denn Stalica war ja an sich nicht zuständig für das Generalgouvernement. Er hat sich die Zuständigkeit erwirkt bei seinem Vorgesetzten. Aber Stalica hatte ja in Berlin nichts zu tun. Vielleicht hat man mich auch hinbefohlen, weil ich ja nun hier die zentralschlesische Auswanderung in Prag, in Wien und Prag geleitet habe und in Wien tatsächlich innerhalb relativ kurzer Zeit sehr große Mengen zur Auswanderung gebracht wurden, sodass man mich nach Berlin genommen hat. Vielleicht war es aber auch schon eine Kalkulation von Müller gewesen, denn irgendjemand muss ja Interesse gehabt haben, mich nach Berlin zu rufen, von Prag weg. Vielleicht, dass Müller sich gesagt hat, dass ich hier nach Berlin kommen soll, teilnehmen soll, das mit Sixbühl abgesprochen hat. Six war ja nun auch Amtschef gewesen. Um jene Zeit hieß es schon, glaube ich, noch, war es glaube ich noch zwei, Römisch 2, Amtschef Römisch 2. Und dass das gewissermaßen die Einleitung war meiner Kommandierung und dann Versetzung nach Berlin. Möglich, denn sachlich habe ich um jene Zeit mit nichts anderem als wie mit Auswandern zu tun gehabt. Das ist ja nun sehr leicht nachweisbar. Das ist sehr leicht nachweisbar. Abgesehen von der Zeit, wo ich bis 1938, als ich nach Wien versetzt wurde. Aber von dem Zeitpunkt meiner Versetzung nach Wien bis zu meiner Versetzung nach Berlin habe ich ausschließlich und nur mit Auswanderungsangelegenheiten zu tun gehabt. Warum wurden Sie dann aber zu einer solchen Sitzung zugezogen, an der nur Amtschefs und von Einsatzgruppen teilnahmen? Ich sagte schon, Herr Aumann, wahrscheinlich deswegen, weil ich in Wien Erfolg gehabt habe mit der Auswanderungsangelegenheit und möglicherweise Müller schon konzipiert hat, dass er mich in sein Amt zu vereinnahmen gedenkt. Möglich. Und dass man mich hier nach Berlin befohlen hat. Denn sachlich, wie gesagt, habe ich nichts zu tun gehabt mit der ganzen Angelegenheit. Ich bin von dem Polenfeldzug, mit Ausnahme der Vorbereitungen, die ich gesehen habe, bin ich genauso überrascht worden wie jeder andere auch. Und die Vorbereitungen, die bestanden in den Tag- und Nachtrollenden Transporten an die Polenfront. Wer waren die an dieser Besprechung teilnehmenden Personen und was waren ihre Funktionen? Darf ich noch Folgendes sagen, Herr Hauptmann? Es ist auch klar, denn es ist Folgendes. Die Das ist ein Bericht, den sich das erste Hauptamt für sich gemacht hat. Also es geht ganz klar hervor, hier aus dem Kopf. Das andere ist der Erlass, der von der Sicherheitspolizei abgefasst wurde. Römisch 2, also PP Römisch 2. Ich weiß es heute nicht mehr, was PP heißt, ich habe es mal gewusst. Ah, politische Polizei, so hieß es ja, politische Polizei. Das war politische Polizei Römisch 2. Es ist doch möglich, dass das, was Sie sagten, Hauptmann, stimmen mag, dass um jene Zeit noch keine Römisch 4-Bezeichnung gegeben hat, denn Müller kommt ja aus der politischen Polizei und es hieß ja politische Polizei früher. Vielleicht hat Müller um diese Zeit PP2 geheißen. War nicht Müllers Abteilung zu der Zeit Römisch 2? Ich meine eben jetzt, es fällt mir jetzt eben ein, weil ich das PP, habe ich überlegt, was es heißt, PP ist politische Polizei und Müller kommt aus der politischen Polizei, so ist es möglich, dass Müller um diese Zeit PP2 geheißen hat. Und als ich dann nach Berlin kam, Ende September, Oktober muss es gewesen sein, denke ich mir, da hieß es aber schon 4. Wurden die Buchstaben PP nicht nur benutzt, wenn Heydrich das unterschrieb?
Das kann nicht sein, weil ja zum Beispiel verschiedene Erlasse herausgegangen sind, die ich kenne, ohne PP. Später wurden ja überhaupt keine PP-Bezeichnungen mehr gemacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass zum Beispiel Erlasse, die während meiner Amtszeit als Dezernent 4B4 oder 4D4 heraus sind, dass die PP trugen. Das kann ich nicht. Das heißt dann also, wenn ich Sie richtig verstehe, dass der federführend für diesen Erlass Heidrichs vom 21. September die Abteilung oder das Amt Römisch 2 war. Ja, jedenfalls das zuständige Dezernat dafür, möchte ich mal sagen, hieß PP2 oder Amt oder ich weiß nicht, wie ich es bezeichnet haben mag, hieß PP2, das geht ja aus dem Briefkopf hervor. Das geht daraus hervor. Und das hier ist die Stabskanzlei des SD-Hauptamtes. Das ist also auch klar, dass um diese Zeit, sogar noch am 27. September, eine Trennung gewesen sein muss. Also kann ich zum Beispiel vor dem 27. September überhaupt nicht in Berlin gewesen sein, weil als ich nach Berlin kam, hieß es schon 4. Ich habe es unter 2 nie kennengelernt. Außer 2, das ist die alte Bezeichnung römisch 2, 112, das war aber bis 38, als ich nach Berlin kommandiert wurde. Die hat damit mit dieser Bezeichnung 2 überhaupt nichts zu tun, denn der Chef dieser römisch 2 Bezeichnung ist Six gewesen. Six war, glaube ich, eher Leiter von römisch 2, 11. Nein, Six hat römisch 2 geheißen. Römisch 2? Römisch 2. Römisch 2 hat Six geheißen und später hieß er ja 7. Das ist nochmal geändert worden. Six hat später die Bezeichnung 7 bekommen, römisch 7. Six hat römisch 2 geheißen und 211 war unter Six, das muss Erlinger gewesen sein. Erlinger, sein Stabsführer, glaube ich, hieß 211. Und jetzt kam ein Zweier dazu, das war Miltenstein gewesen. Ein Dreier dazu, 2113, waren die Kirchen gewesen mit dem Untersturmführer Hartl. 2111, glaube ich, waren Kommunisten gewesen unter Wolf. So war die Bezeichnung. Der Brigadeführer Best war der Personal. Nein, nicht Personal, war Recht und Verwaltung gewesen. Also so, wie ich es dann kannte in Berlin, was um jede Zeit war, das weiß ich nicht. Best war Recht und Verwaltung gewesen. Müller war Amt 4 gewesen. Newe war Reichskriminalpolizei gewesen. Ohlendorf war Amt 3 gewesen. Six war Amt 7 später, vor dem, als ich noch ihm unterstellt war, 2 gewesen. Römisch 2. Filbert, Sturmführer Filbert ist mir bekannt, ja, aber ich weiß nicht, in welches Amt ich hintun soll. War aber kein Amtschef gewesen, Filbert. Rauf, ebenfalls kein Amtschef. Rauf ist 1.11 gewesen um jene Zeit. Hier, das ist Rauf. Das ist der Verfasser dieses Vermerks. Das ist der Verfasser des Vermerks. Ich habe mir vorhin schon gedacht, das könnte vielleicht Rauf sein. Und jetzt sehe ich den Namen Rauf hier. Das ist Rauf gewesen. Beutel, Brigadeführer Beutel, war ein höherer, ist ein Polizeiführer, ich glaube von Bayern. Der ist nachher degradiert worden, weil er Pelze, mit Pelzen irgendetwas los gewesen ist. Ist degradiert worden von einem SS-Polizeigericht zum SS-Mann und hat sich dann wieder raufgekämpft in irgendeinem Bewährungshaufen bis zum Hauptsturmführer. Streckenbach ist einige Male schon aufgetreten, das war der Personalamtschef und spätere BDS in Krakau. Naumann war im SD gewesen, hat das, also Verwaltung war im SD, im
erste Hauptamt, glaube ich, war Verwaltung 1 gewesen. Und also die Verwaltung, die geldliche Angelegenheit. Und Recht Ich weiß nicht, wo ich Naumann hin tun soll. Naumann ist jedenfalls SD-Angehöriger gewesen. Gab es nicht einen Naumann im SD-Oberabschnitt Donau? Ach, das ist der Naumann gewesen von Wien. Das ist der Vorgänger gewesen von dem Dr. Rapp, glaube ich, hieß er, oder so ähnlich hieß er. Vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen habe ich den Namen hier gesehen. Ich sagte noch, er hatte zwei akademische Grade gehabt. Das ist Naumann gewesen. Und jetzt wird mir Folgendes wieder erklärlich. Ob mich nicht Naumann mit nach Berlin genommen hat, das wäre also eine weitere Möglichkeit, möchte ich sagen. Ich weiß es nicht, ich kalkuliere bloß. Ich weiß es nicht. Damzug war auch, da bin ich mir nicht im Klaren, war Damzug im SD oder in der Sicherheitspolizei, das weiß ich nicht. Schäfer ist meines Erachtens ein Stapoleiter gewesen. Schäfer, glaube ich, muss Stapoleiter, aber es gab mehrere Schäfer, ich weiß es nicht. Es hat, glaube ich, im späteren Reichssicherheitshauptamt hat es auch, glaube ich, Schäfer gegeben. Ich kann es aber nicht sagen. Fischer, weiß ich auch nicht genau. Meier kenne ich überhaupt nicht. Ja, und zum Schluss bin ich hier dran, jüdische Auswanderungszentrale. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Auf der letzten Seite dieses Dokumentes sind zwei Abteilungsbezeichnungen, römisch 1.1 und römisch 1.11. Ja. Kann man daraus schließen, welche dieser beiden Abteilungen federführend für dieses... Das ist wieder eine weitere Bestätigung dafür, dass das ein Vermerk ist, der nicht von der, von, sagen wir, von der Geheimen Staatspolizei, so will ich es mal sagen, abgefasst wurde, sondern vom SD. Römisch 1.11 war, also Römisch 1.1 war die Gruppe, Römisch 1.11 war Gruppe, was hat es da noch gegeben? Also das war jedenfalls die hierarchiemäßige Aufteilung innerhalb eines Amtes im SD-Hauptamt. Wobei 1.1 die höhere Gestellte gewesen ist und 1.11 war der Untergebene gewesen und der hat ja hier auch den Vermerk verfasst. Meine Frage ist so, wenn auf der rechten Seite 1.11 steht und auf der linken Seite 1.1, oder es kann auch ein anderes Amt sein, ist daraus zu schließen, dass für die Abfassung eines Dokumentes, einer Sitzung oder irgendetwas, eines Briefes, dann eines Beschlusses, der entworfen wird, federführend die Abteilung ist, die auf der rechten Seite steht und im Mittelzeichen dann die anderen, die dann nach links gehen? Federführend überhaupt nicht, denn zum Beispiel dieser Mann hier, der diesen Vermerk diktiert hat, der ist zum Beispiel in keinster Weise federführend. Der hat lediglich das Protokoll abdiktiert und hat... Federführend für das Protokoll? Für das Protokoll. Ja, freilich, da muss er an der äußersten rechten Seite stehen. Das heißt, immer wer an der äußersten rechten Seite unterschreibt, steht... Die Abteilung oder Amt, was immer es ist. Hat den Befehl bekommen, das und jenes zu besuchen oder dieses und jenes abzufassen. Und dann hat er sich in der rechten Ecke, normalerweise jedenfalls, ich kenne es nicht. Und anders. Dann, wenn dann zum Beispiel andere Abteilungen hier mit erwähnt werden, die dann sich nach links ziehen, die sind dann mit... Entweder das geht erstens mal die normalen Vorgesetzten kommen hier ran. Ja. Und die anderen sind die Mitwirkenden, die mit abzeichnen sollen, die das zur Kenntnis bekommen sollen und so weiter. Ja. So ist das zu verstehen. Aber ich weiß, ob das Wort federführend richtig ist, aber verantwortlich ist dann immer die
Stelle, die auf der rechten Seite steht. Die ist verantwortlich für die Richtigkeit zum Beispiel dieses Vermerkes. Ja. Oder wenn es sich um eine Der Amtschef hat zum Beispiel Befehl gegeben, na, was kann er für Befehl gegeben haben? Das ist der Hauptamt. Ihm einen Kurzbericht zu geben für seinen Monatsbericht an den Chef der Sicherheitspolizei im SSD. Daraufhin hat der Abteilungsleiter, wie Slizeni zum Beispiel, oder Hagen, oder Mildenstein, es selbst in die Hand genommen oder einem seiner Sachbearbeiter den Befehl gegeben, sämtliche SD-Oberabschnitte anzuschreiben zur Berichterstattung, und dann musste derjenige, der den Befehl bekommen hat, musste nun aus diesen vielen Berichten einen Kurzbericht zur Amtschefinformation zusammenstellen. Dann hat der Betreffende sich an der äußersten Rechten eingeschrieben. Oder zum Beispiel mein Gesuch, dass ich Hebräisch lernen kann, das ist ein typisches Beispiel. Da habe ich den Vermerk aufgesetzt und habe ihn meinen Vorgesetzten auf dem Dienstwege zukommen lassen und habe gebeten, man möge mir gegen Bezahlung von Stundengeld 2,50 Mark oder 3 Mark, habe ich wohl gelesen, für den Rabbiner genehmigen, dass mir ein Rabbiner Hebräisch Da habe ich auf der äußersten rechten Seite mein Signum gemacht mit der Bezeichnung. Verstehe ich Sie dann recht, dass, wenn zum Beispiel eine Sitzung einberufen wird, sagen wir, Sie haben eine Sitzung einberufen, jawohl, zu der verschiedene andere Instanzen geladen wurden, und es wurde ein Protokoll abgefasst, aufgesetzt, dass da Sie der Einladende waren, ja auch von Ihnen bzw. Ihrer Abteilung verfasst wurde. Dann, weil aber mitbearbeitend an dem ganzen Problem, an der Frage, die auf der Sitzung erörtert wurde, auch andere Abteilungen waren, wurde dann das Protokoll oder konnte das dann so unterschrieben werden, dass rechts war dann Ihre Abteilung, links die dann mitbeteiligten anderen Abteilungen. Es konnte natürlich auch lediglich zur Kenntnisnahme gegeben worden sein. Ja. Auch das konnte vorkommen, dass der Betreffende, das betreffende Amt oder Dezernat es nur zur Kenntnisnahme bekam. Auch das. Aber immer wieder heißt es, dass wer immer... Von rechts nach links, in der Allgemeinen ist es so gewesen, dass der Rechtssignierende derjenige ist, der diese Sache geschrieben oder diktiert hat. Und auch der Federführende ist in solchen Sachen dann. Sonst würde es ja nicht schreiben. Er kann den Befehl bekommen haben, zum Beispiel wenn der Amtschef, wenn Wislizeni, oder ich muss immer wieder das Beispiel hernehmen, jetzt weil ich ja gerade beim Sicherheitshauptamt bin, beim SD-Hauptamt bin, wenn Wislizeni zu stark beschäftigt war oder es nicht wollte, hat er mir oder Dannecker die Weisung gegeben, das zu machen. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir uns hier auch unterschrieben auf der rechten Seite. Das gehörte mit dazu. Aber die Verantwortung hat natürlich nicht der Sachbearbeiter gehabt, sondern der Abteilungsleiter gehabt. Sicher, das meine ich ja gerade. Ja. Das meine ich ja gerade. Jetzt ist nicht wichtig hier, ob dann nun steht, wie es damals Ihre Bezeichnung war, 2.112.3, ja, sondern die Tatsache, dass das Protokoll oder der Vermerk bei einer Besprechung auch anderer Abteilung römisch 2 hier hat, ja, dass dann zum Beispiel, sagen wir mal, hier römisch 3 war und römisch 4 war und römisch 5, ja, von rechts nach links gingen, ja, die an der Sitzung mit teilnahmen, ja, die auch das nachher abzeichneten, weil man es ihnen zur Kenntnis brachte oder weil sie mit beteiligt waren, ja, daran, die zeichneten dann hier. Jawohl. Aber das heißt dann, dass federführend oder verantwortlich für die Einladung, für vielleicht das Protokoll. Weniger weder verantwortlich nicht, nein, verantwortlich nicht, sondern der ist damit beauftragt worden. Denn das ist ja immer der Niederste gewesen, also der Kuli, der die Arbeit machen musste. Das war der Rechte, nicht wahr? Ne? Und irgendjemand von den hier Stehenden,
der hat ihm die Weisung gegeben. Der Rechte hat die Arbeit gehabt. Ja. Nicht wahr? Der hat die Befehle bezogen. Und irgendjemand, der den Befehl gegeben hat, der muss ja nun hier jetzt stehen. Außer, er hat ihn für sich abdiktiert zu seinen Akten, dann steht er nur ganz alleine. Ja, aber ich glaube, Sie haben noch nicht ganz verstanden, abziele, was mir bis jetzt nicht klar ist. Ich rede jetzt nicht von der inneren Arbeit innerhalb derselben Abteilung, wo verschiedene Sachbearbeiter oder Referenten sind. Ja? Ja. Das ist klar, dass wo der Chef dann sagt dann zu dem, du fasst das ab, du machst das, der zeichnet dann, weil er sozusagen als Sachbearbeiter die Sache bearbeitet hat und ist verantwortlich für die Richtigkeit der Wiedergabe. Jawohl. Wenn es sich aber um eine Sitzung von verschiedenen Ämtern betrifft, zum Beispiel Sie oder das Auswärtige Amt lehnt Sie ein. Ja. Und es werden noch andere Ämter, das Justizministerium hereingerufen. Jawohl. Und so weiter und so weiter. Dann, wenn die Einladung vom Auswärtigen Amt kommt, würde das Protokoll oder die Niederschrift dann rechts vom Auswärtigen Amt unterschrieben werden? Ah, das ist eine ganz andere Angelegenheit, Herr Hauptmann. Diese Regelung hier von rechts nach links ist nur eine Angelegenheit gewesen, die ich jedenfalls nur im SD-Hauptamt kennengelernt habe. In den übrigen Zentralinstanzen mag das irgendwie anders gewesen sein. Ja, schon im Amt 4, also als ich im Reichsjetzhauptamt war, ist diese Art nicht üblich gewesen. Sondern wie wurde das dann gehandhabt? Da wurde das unter römischen Punkten, also römisch 1 vom Merk, da wurde das nun wiedergegeben. Römisch 2, jetzt ging es weiter, an den Amtschef mit der Bitte um Kenntnisnahme und Weisung vorgelegt. Jetzt hat man eine Rücksprache wahrgenommen, der Amtschef sagt, kann ich nicht entscheiden oder will ich nicht entscheiden oder Vorlage C, also Chef der Sicherheitspolizei. Dann kam ein dritter römischer Punkt dazu, Chef der Sicherheitspolizei und SSD mit der Bitte um Kenntnisnahme auf dem Dienstwege vorgelegt. Wenn er das nicht haben wollte, dann musste ein weiterer römischer Punkt kommen, wo die Weisung des Chefs der Sicherheitspolizei und SSD ihren Niederschlag fand, dass er entschieden hat, dass die Sache dem Reichsführer SS vorgelegt werden soll. Und dann musste ein neues Schreiben aufgesetzt werden an den Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei und ist auf dem eben bezeichneten Weg, der römisch ziffermäßig festgehalten worden ist, wieder raufgegangen und im Konzept mit abgezeichnet worden und die Reinschrift ist dann zum Schluss, die angelegt war, ist zum Schluss vom Chef der Sicherheitspolizei und SSD als dem höchsten der eigenen Körperschaft an den Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei abgegangen. Und wenn es sich um irgendeine Sache handelte, wo mehrere Zentralinstanzen teilnahmen, also Sicherheitspolizei ferne stellen und die Sicherheitspolizei nun der einladende Teil war und ein Besprechungsprotokoll abfassen musste, dann ist das Protokoll abgefasst worden, genau wie üblich, erstens vom Merk und so weiter und so weiter. Und dann wurde unten, es wurde natürlich auch festgestellt, wer teilgenommen hat, wurde der Verteiler aufgeschrieben. Und da ging es gemäß dem Verteiler an die übrigen Zentralinstanzen. Mhm. Die übrigen Zentralinstanzen haben auf einen akteninternen Vorgang, da haben sie gar keine Mitzeichnung oder Anzeichnung. Ja, meine ganze Frage bezog sich auf das Verhältnis zu den anderen Zentralinstanzen. Nicht ja, die auf haben, die interne Sache. Ja, ja, eben. Und die haben da war keine Möglichkeit, ja, wenn einer mal nicht aufgepasst hat, das kommt ja nun immer vor, nicht wahr? Aber die haben keine Möglichkeit gehabt, zum Beispiel hätte das Auswärtige Amt keine Möglichkeit gehabt, hier mit abzuzeichnen, auf diesem internen, auf dem SD-Hauptamt internen Vorgang. Das geht nicht. Das heißt, wenn das ist, dann ist es ein Lapsus des betreffenden Mannes, der die Sache. Das heißt, wenn eine Zentralinstanz eine Einladung herausschickt an verschiedene andere Zentralinstanzen, die sich dann treffen und die einladende Zentralinstanz, die dann das Problem federführend auflegt, nach der Sitzung das Protokoll
oder die Besprechungsniederschrift wird dann ganz einfach in einen Begleitbrief an die allen Zentralinstanzen geschickt. Jawohl, soll ich das so verstehen? Jawohl, es sind ja mehrere Beispiele, Herr Hauptmann, in den letzten Wochen oder Monaten hier auch durchgelaufen, dieser Art. Ich denke, ja, zum Beispiel das Wannsee-Protokoll ist ja ein typisches Beispiel, so wie es sein soll, so wie es vorgeschrieben war. Das ist ein typisches Beispiel dafür. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis, dass es Ihnen hier vorgelegt worden ist? Also das ist eine reine SD-Angelegenheit hier und der SDE hatte ja überhaupt keine exekutiven Vollmachten gehabt. Dann sind auf dieser Sitzung, an der Sie hier teilgenommen haben, am 21. September 1939, doch auch das, was Sie vorhin schon hier erwähnt haben, in Bezug auf den Brief, Schnellbrief Heinrichs vom selben Datum über das Endziel zur Erörterung gekommen. Das ist, bitte, ich kann mich weder auf das eine noch auf das andere entziehen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls entnehme ich Folgendes, dass das hier ein Vortrag des Chefs der Sicherheitspolizei eines SD gewesen ist und der zuständige Mann für diese Angelegenheiten, der hat dann hier, und das ist um jene Zeit eben PP2 gewesen, der hat dann diese Sachen, er kann sich natürlich nicht aus den Fingern gesogen haben, wird die nötigen Anweisungen bekommen haben und hat das dann hier ausgearbeitet, respektive hat das Protokoll zur Grundlage genommen, dass ihm der Chef der Sicherheitspolizei und das SD oder Müller, bitte vorausgesetzt, dass der Chef Müller hieß, das muss ich sagen. Aber jedenfalls muss es ja ein Mann der Exekutive gewesen sein. Das geht aus dem Erlass, ein anderer kann ja nicht irgendwie einen Erlass rumfummeln, nicht wahr? In solchen Polizei einen exekutiven Erlass rumfummeln. Der hat jetzt nun diese Sache hier in Erlassform gebracht. Ja, ich nämlich hier, der erste Satz sagt, ich nehme Bezug auf die heute in Berlin stattgefundene Besprechung und weise noch einmal darauf hin, dass die geplante Gesamtmaßnahme, also das Endziel, streng geheim zu halten sind. Das heißt dann also, dass auf dieser Sitzung, an der Sie dann teilgenommen haben, wie wir gesehen haben, auch diese geplanten Gesamtmaßnahmen, also das Endziel, besprochen worden sind. Ja, ja, sicherlich, das wird schon möglich sein. Das ist schon möglich. Ich meine, das habe ich ja auch nie geleugnet, dass ich da unterrichtet worden bin. Aber mir war es nur, fremd war mir Folgendes, dass schon so früh erfolgt ist, denn ich habe im Gedächtnis gehabt, also nach Ausbruch des Deutsch-Russischen Krieges, nun ist der Folgendes zu sagen. Heute ist es sehr leicht festzustellen, was man unter Endziel zu verstehen hat. Um jene Zeit war das, was man unter Endziel zu verstehen hat, besonders wenn man nicht in der Exekutive tätig gewesen ist, war natürlich nicht so zu verstehen, als wie zum Beispiel der Satz, der mir entgegengeschleudert wurde gewissermaßen, als ich zu Heinrich befohlen war und nach dem Osten fahren sollte und ihm Bericht erstatten, wie weit
hier logisch nicht gekommen ist mit den Panzergräben. Ich zeige Ihnen hier zwei Seiten Fotokopien, meine Nummern 978 und 978a. Es ist die Wiedergabe eines Dokumentes, das unter der Nummer Dr. Fesenmeier, Dokument Nummer 233, von der Verteidigung im 11. Nürnberger Kriegsverbrecherprozess eingereicht wurde. Es ist eine eidesstattliche Erklärung des ehemaligen Gruppenleiters Wilhelm Wanneck vom 10. Juni 1938, wo er über Fesemeyers, Winkelmanns und ihre Funktion in Ungarn spricht. Wollen Sie sich das Dokument durchlesen? Ich stelle einen Moment den Apparat an. Jawohl. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl, es ist eine eidesstattliche Versicherung eines Wanneck, früher Gruppenleiter im Amt 6, Nachrichtenamt. Und die Punkte 1 und 2 und 3, glaube ich, brauche ich nicht behandeln, denn sie sind ja erstens mal, tangieren sie mich nicht und zweitens sind sie ohne dies aus den Akten bekannt, besonders Punkt 1 und Punkt 2. Der Punkt 4 besagt, schließlich erkläre ich, dass der ehemalige Oberstummanführer Eichmann mit seiner Dienststelle weder dem höheren SS-Polizeiführer noch dem Gesandten Dr. Fesemeyer unterstellt war, sondern formell dem Reichssicherheitshauptamt angehörte. Tatsächlich jedoch seine unmittelbaren Weisungen nach meiner Kenntnis aus dem Reichssicherheitshauptamt direkt vom Reichsführer SS Himmler erhielt. Dazu muss ich sagen, dass das zum Teil selbstverständlich stimmt, denn ich bin dem höheren SS-Polizeiführer nicht unterstellt gewesen und auch Fesemeyer nicht unterstellt gewesen, sondern ich bin unterstellt gewesen dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SSD. Nun ist aber der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SSD dem höheren SS- und Polizeiführer wiederum unterstellt. Und ich sagte schon, normalerweise hätte sich ein Mann, der eine Referentendienststellung bei einem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SSD einnimmt, nicht ohne weiteres mit einem höheren SS- und Polizeiführer, sagen wir mal, vortragsmäßig treffen können. Das war nicht üblich gewesen. Aber durch die besondere Lage in Budapest, dass die Einholung einer Feindlage und so weiter beim höheren SS-Polizeiführer möglich gewesen ist, dadurch hat sich an sich der ursprünglich sowieso schon vorhandene Konnex, in dem ich zum höheren SS-Polizeiführer mit Geschke zusammen befohlen worden bin, insofern vereinfacht, weil, wie ich schon sagte, ich oft dort gewesen bin und er kam dann raus und hat mich vereinnahmt und hat sich berichten lassen und hat Weisungen erteilt. In Ungarn ist es ja nun auch so gewesen, das stimmt auch wieder, Weisungen von Himmler direkt, insofern nämlich, als mir Müller mitgeteilt hat, auf Befehl von Himmler habe ich mich nach Budapest, also nach Ungarn, in Marsch zu setzen. Ich habe von Himmler keine laufenden Weisungen direkt bezogen. Das ergibt ja schon die ganze Korrespondenz, soweit sie hier vorgelegen hat. Ich bin aber während der Ungarnzeit bin ich einmal beim Reichsführer vorstellig geworden, nachdem ich hinbefohlen wurde zu ihm. Und so gesagt ist dieser Punkt 5 an sich richtig, aber er hat die wesentlichsten Punkte, die hat er nicht gesagt, sodass, wenn man diesen Punkt 4 liest, wie er hier ist, er ein völlig unrichtiges Bild von meiner Dienststellung in Ungarn zu meinen Vorgesetzten wiedergibt. Denn mein Amtschef war das Amt 4 gewesen, Müller. Und selbstverständlich hat das Reichssicherheitshauptamt nach Ungarn ebenfalls Erlasse herausgegeben. Aber unterstellt war ich Gesch gewesen. Und ich kann es immer wieder sagen, als typisches Beispiel, welcher Offizier schnallt um, wenn ihm ein Offizier, der höher, um 2 Grade höher gestellt ist, den Befehl gibt, sich bei ihm zu melden zur Entgegennahme eines Befehls.
Wenn ich ihm also nicht unterstellt gewesen wäre, hätte ich ja gar nicht umgeschnallt. Sowas ist ja nicht üblich und macht man ja nicht. Und dann, glaube ich, geht es sogar auch aus dem Dienstsiegel selbst hervor, den ich hier gesehen habe. Es wäre mir auch, die Kleinigkeiten habe ich nie beachtet und es wäre mir weiter auch nicht aufgefallen. Es waren hier vor einiger Zeit irgendwelche Passierscheine gewesen, die gesiegelt waren und einmal von dem internen Dienstbetrieb meiner Dienststelle in Budapest und einmal, glaube ich, vom Kommandeur in Budapest. Und der Dienstsiegel hieß, glaube ich, Befehlshaber der Sicherheitspolizei in SD, Einsatzkommando oder Sondereinsatzkommando oder Sonderkommando. Das andere hieß Befehlshaber der Sicherheitspolizei in SD, Kommandeur. Ich glaube, so ähnlich, oder Kommandeur der Sicherheitspolizei. Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber jedenfalls bildete ich mir damals ein, schon aus dem Siegel ging ja das sehr klar hervor. Der Wannig bestreitet ja nicht, dass Sie formell dem BDS unterstanden haben mögen, aber er sagt, direkt unterstanden Sie dem RSA. Das ist ein Unterschied. Das ist kein Unterschied, Herr Hauptmann. Ich bin nach Budapest, na, das gibt es ja sowieso nicht, denn wenn ich als Angehöriger der Sicherheitspolizei des SD in ein Land hineinkomme und dort amtswalten muss, wo es einen Befehlshaber der Sicherheitspolizei des SD gibt, da kann ich höchstens noch höherer Polizeiführer sein. Aber sonst bin ich dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei des SD unterstellt. Administrativ, aber direkt dem Reichssicherheitsamt. Herr Hauptmann, in Ungarn war das so gewesen. Ich musste selbstverständlich meinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Befehlshaber, Berichte erstatten. Ich musste ihm auch Berichte erstatten, wenn ich zum Hören des Polizeiführers ging. Ich habe ihn ja nie umgehen können. Ich musste ihm auch Berichte erstatten, wenn ich zu Endre mich dienstlicher, in dienstlichen Belangen begab. Ich musste ihm auch Berichte erstatten, wenn ich umgekehrt von Endre Besuch bekommen habe. Oder wenn ich, wenn Fesemeyer irgendetwas über den Hören des Polizeiführers geschrieben hat und der höhere Polizeiführer wollte, dass das so durchgedrückt ist, musste ich immer wieder Geschke Bericht erstatten. Geschke hat sich nun sachlich bei mir nicht echauffieren brauchen, das Wort passt vielleicht, das ist ein sehr richtiges Wort diesmal, echauffieren brauchen, weil erstens ich vom Reichssicherheitshauptamt kam und im Amt 4B4, in dem Dezernat 4B4 als Dezernent tätig gewesen bin, die Materie also an sich mindestens genauso gut kannte wie er. Und zweitens habe ich ja, weil ich vom Reichssicherheitshauptamt kam, habe ich ja sowieso meinen generellen Befehl bekommen. Und der generelle Befehl, der lief nun darin aus, dass er sich geteilt hat über Winkelmann, Fesemeyer, ungarische Regierung, landete endlich mit Endre und mir zusammen. Und bezüglich Endre brauchte ich ja überhaupt gar keine Weisungen und irgendwelche Befehle geben, die ich ja nie hätte geben können, weil Endre ja nicht der Sicherheitspolizei des SD angehört. Also so ist diese Sache hier zu verstehen. Das ist natürlich, wenn es ein Fremder durchliest, ist es irreführend. Und das, was ich eben sagte, ja, und das ergibt sich ja auch aus der gesamten, aus der Summe des Inhalts der hier vorgelegenen Dokumente. Daraus ist einwandfrei die Art und der Charakter meiner Dienststellung im Ungarn zu ersehen. Die hier gesehenen Dokumente zeigen nur die Korrespondenz bezüglich des Auswärtigen Amtes. Schon, Herr Hoffmann, aber was Sie direkt mit Berlin korrespondiert haben. Aber aus diesen gesamten Dokumenten ist ja der Gesamtniederschlag ohne weiteres zu erlesen und zu ersehen. Ohne weiteres. Wäre ich ein selbstständiger Einsatzkommandoführer gewesen, sowas gibt es ja nicht. Es gibt ja keine in der Luft herumschwirrenden Einsatzkommandos. Die sind ja irgendwie alle umgestellt. Dann würde ich ja das ohne weiteres zugeben müssen und würde es auch zugeben, denn wenn ich mich damals nicht unterstellt hätte,
oder unterstellt hätte brauchen, dann sehe ich die Notwendigkeit nicht ein, warum ich heute zugeben soll, ich sei unterstellt gewesen, wo ich in Wirklichkeit frei gewesen bin. Aber so etwas gab es ja nicht. Es konnte ja weder ein Kommandeur noch ein Einsatzkommandoführer konnte irgendwie frei in der Weltgeschichte herumlaufen, ohne jemanden unterstellt zu sein. Unterstellt schon, sicherlich. Und es gibt formelle Unterstellungen, Herr Hauptmann, gibt es nicht. Formelle Unterstellungen gibt es nicht. Denn eine formelle Unterstellung, die würde ja dermaßen viel Ursachen zu Divergenzen und Unklarheiten führen. Und sicherlich aus diesem Grunde hat man auch keine formelle Unterstellung gekannt. Ich zeige Ihnen jetzt hier 12 Seiten Fotokopien, meine Nummern 984a bis 984l. Dieses Dokument ist der Abdruck einer eidesstattlichen Erklärung, die von Tadden am 11. Dezember 1937 in Nürnberg gemacht hat und die unter der Nummer Hoffmann, Dokumentnummer 139, von der Verteidigung im 8. Nürnberger Kriegsverbrecherprozess eingereicht wurde. Wollen Sie das Dokument durchlesen? Ich stelle den Apparat ab, bis Sie es durchgelesen haben. Jawohl. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Jawohl. Es behandelt eine eidesstattliche Erklärung des ehemaligen Legationsrats von Tadden im Auswärtigen Amt. Und dazu ist grundsätzlich zu sagen, dazu habe ich grundsätzlich zu sagen, dass ich mich selbstverständlich an Besprechungen mit ihm heute nicht mehr erinnern kann, aber der Sachverhalt als solcher, der scheint mir zumindest zum größten Teil richtig zu sein. Und zwar kann ich das deswegen sagen, dass er mir zum größten Teil richtig erscheint, weil erstens einmal das Ghetto Theresienstadt, ja, wie ich schon sagte, ursprünglich zwar nicht, aber späterhin durch Befehl des Reichsführers, des Essenschefs der deutschen Polizei geschaffen worden ist, um, wie er sich ausdrückte, nach außen ein Aushängeschild zu haben. Wenn Tadden nun in Theresienstadt die Sache gesehen hat, so ist es natürlich und selbstverständlich, dass er Schlüsse ziehen konnte, wie das in übrigen Lagern ähnlich hat sein können. Dass ich ihm um jene Zeit nicht habe sagen können, was sich im Osten wirklich abspielt, das ist ganz klar, denn um jene Zeit lief die Sache unter geheimer Reichssache und hätte ich ihm das als einen Mann, der der Dienststelle des Chefs der Sicherheitspolizei SD ferne steht, gesagt, dann wäre ich eben gemäß den Bestimmungen, die Verletzung einer geheimen Reichssache nach sich zieht, entsprechend behandelt worden. Und so lautete ja auch im Übrigen die Befehlsgebung, denn wir hatten selbstverständlich für uns auch eine Sprachregelung bekommen, wie wir uns zu verhalten haben, und hat diese Sprachregelung, nämlich Arbeitseinsatz im Osten, hieß es immer, global nicht genügt und hat man auf detailliertere Sachen greifen müssen, so hat man diese Sache auf dem Dienstwege, dem Amtschef 4 oder CDS oder RWSS vorgebracht und hat dann gebeten, wie man sich, um Weisung, wie man sich im gegenständigen Fall zu verhalten hat. Und dann ist die Antwort gekommen, daraufhin wurde dann die Antwort entsprechend erteilt. Das ist im Großen und Ganzen dazu zu sagen, denn wie mir es scheint, ich habe es in der Kürze der Zeit natürlich flüchtig durchgelesen, aber ich sehe auch nicht, dass etwas anderes drinsteht, dreht es sich hier bei Tadden darum, dass er glaubhaft machen will, von der ganzen Angelegenheit nichts gewusst zu haben. Und ich stehe nicht an, zu sagen,
dass das sehr wohl möglich ist. Jedoch sein eigener Staatssekretär zum Beispiel hätte mit solchen Sachen schon nicht mehr operieren können, denn in den Staatssekretärbesprechungen, da wurde die Sache ja nun durch den Chef der Sicherheitspolizei und des SD, sicherlich auf Befehl Himmlers, in einer ganz anderen Art und Weise dargelegt. Inwieweit nun der eigene Staatssekretär sich den Dezernenten im Auswärtigen Amt geäußert hat oder nicht, das weiß ich natürlich auch nicht. Jedenfalls die Sprachregelung, die er von mir bekommen hat hier, die habe ich ihm auf Befehl eben weitergegeben, denn wir bekamen sie auch von oben gezogen, und zwar sehe ich hier auch die Rüstungsangelegenheiten und so weiter. Stimmt, das sind die Weisungen gewesen, die wir bekommen haben. Ob ich die nun von, das heißt ich auf dem Dienstwege eben, von dem Amtschef 4 Müller bekommen habe, oder ob er sie weitergegeben hat an Chef der Sicherheitspolizei und SD oder gar noch weiter, das weiß ich natürlich nicht. Das heißt, weil die ganze Frage der Endlösung der Judenfrage in Europa unter geheimer Reichssache lief, durften Sie von Tannen nicht reinen Wein über die wirkliche Lage einschenken? Jawohl. Jawohl. Wie das zum Schluss dann gewesen ist, Herr Hauptmann, das weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass zum Schluss, unter zum Schluss möchte ich verstehen, Ende 43, 44, 45, da ist zwar übertrieben, wenn ich das für mich so ausdrücke, sangen es ja alle Vögel vom Dach bereits. Er sagt ja auch hier, dass er zwar Auslandsmeldungen gehört hätte, ja. Und als er sie dann fragte, ob das nun stimmt, dass von ihnen abgestritten wurde. Hat er das mit Theresienstadt natürlich verglichen, das ist ohne weiteres vorstellbar, ich kann mir das vorstellen. Und hat sich gesagt, na, das kann ja gar nicht stimmen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Aber dazu habe ich eben wieder zu sagen, dass aus dem ursprünglichen Wollen des stellvertretenden Reichsprotektors in Theresienstadt, das in der Tschechoslowakei, in Böblomeeren sitzende Judentum zusammen, späterhin durch den Befehl Himmlers ja nun eine Propagandasache gemacht werden sollte. Na, wurde denn nicht aus Theresienstadt sehr, sehr viele Insassen dann nach Auschwitz gefahren, wo sie dann vergast wurden? Das hat auch wiederum der Reichsführer befohlen, damit immer wieder Aufnahmemöglichkeit für Theresienstadt ist. Denn das hat mit seinem Plan kombiniert, dass er von irgendwelchen Stellen, wo es nach seiner Ansicht nach heikler ist, zum Beispiel gerade Holland, hab ich einige Dokumente gesehen, dass man immer wieder von diesen Stellen nach Theresienstadt fahren konnte. Es drehte sich also hier auch diese Maßnahmen rangieren unter dem Kapitel Aushängeschild nach außen. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, dass Ihnen hier vorgelegt worden ist? Ja. Ich wollte bitten, dass ich noch etwas Nachträgliches sagen kann zu längst Vergangenem, aber ich sehe, das Band ist jetzt abgelaufen, es geht wohl nicht. Wir werden das, muss das nächste Mal beim nächsten Mal machen. Jawohl. Das Tonband läuft jetzt ab. Es ist jetzt 13:22 Uhr und ich stelle es ab.